Auf der Insel Lanzarote fallen nur wenige Niederschläge. Daher ist die Flora recht karg. Die meisten Pflanzen sind Wolfsmilchgewächse, Sukkulente, Trockenpflanzen oder Salzpflanzen, die Wasser speichern und gegen Trockenheit resistent sind. Zu diesen Pflanzen gehören auch Kakteen. Zu einem besonderen Kakteengarten wollen wir heute fahren, dem von César Manrique in Guatiza. Nachdem wir den obligatorischen Eintritt entrichtet hatten, gingen wir auf eine Terrasse aus Lavasteinen. Von hier oben hatten wir einen herrlichen Rundblick auf den tiefer liegenden Kaktusgarten und die Windmühle im Hintergrund. Neben großen Lavasteinformationen lockern auch verschiedene Wasserflächen den grünen Garten auf. Auf diesem begrenzten Gelände stehen 350 verschiedene Kakteenarten. Wir ließen uns Zeit, um auf Details zu achten, denn Kakteen haben optisch viel zu bieten. Einige Kakteen kann man anfassen und wir hatten das Gefühl, über einen samtigen Teppich zu streichen. Andere Kakteen sind sehr stachelig und man muss vorsichtig sein, um sich nicht zu verletzen. Oben von der Windmühle bietet sich erneut ein toller Ausblick auf die gesamte Installation. Den Platz für den Kaktusgarten fand Manrique Berichten zufolge Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts bei Rundfahrten auf der Suche nach authentischer Architektur auf der Insel. Es war ein Lavabruch mit einer Windmühle in Guatiza, aus dem das kreative Auge von Manrique Monumente aus Lava und Terrassen mit den unterschiedlichsten Kakteen formte. Die Ortschaft Guatiza ist übrigens bekannt für riesige Plantagen von Kakteen, die hier zur Zucht von Kochillenläusen angepflanzt werden. Aus den zerdrückten Läusen wird teilweise noch heute der überaus wertvolle natürliche Farbstoff Karmin gewonnen. Nach dem informativen Teil des heutigen Tages wurde es am Abend lebhaft. Im Hotel wurde ein Flamenco-Abend geboten. Auf Lanzarote ist man stolz auf die eigene Kultur und die lokalen Bräuche. In fast jedem Ort auf Lanzarote gibt es aktive Folkloregruppen, die die Tradition pflegen. Von Generation zu Generation weitergegebene Tänze und Musik bilden den wichtigen Bestandteil einer jeden Fiesta.